Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Wir schauen uns nun eine Übung zur Binomialverteilung an. Nämlich, wir haben jetzt nicht einen Münzwurf, sondern einen Reißnagelwurf. Das heißt, wir nehmen einfach einen Reißnagel, werfen ihn und schauen, ob er auf der flachen Seite aufkommt, also auf dieser Seite, oder auf der spitzen Seite. Und man hat es herausgefunden, bei ganz, ganz vielen Versuchen, dass die Wahrscheinlichkeit für die flache Seite etwa bei 40% liegt und für die spitze Seite etwa bei 60%. Ja, das hat man herausgefunden, indem ich dann ganz, ganz oft dieses Experiment wiederhole. Und dann gilt ja das starke Gesetz der großen Zahlen. Das heißt, je öfter ich ein Experiment wiederhole, desto mehr nähert sich dann das experimentelle Ergebnis der wirklichen Wahrscheinlichkeit an. Und so konnte man mit relativ großer Sicherheit sagen, 40%, 60%. Nun, die erste Frage, die man dann stellen könnte, ich werfe den Reißnagel 15 Mal und möchte wissen, wie oft kommt dann durchschnittlich dieses Ergebnis mit dem flachen Boden. Und das ist relativ einfach, man rechnet den sogenannten Erwartungswert aus. Der Erwartungswert der Binomialverteilung ist gerade dieser Durchschnittswert, den wir bilden wollen. Das ist, man schreibt dann E von x für Erwartungswert der Zufallsvariable x, die ja unser Experiment beschreibt. Und die allgemeine Formel in der Binomialverteilung ist einfach n mal e. Wobei n die Anzahl der Versuche und p die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Machen wir es also für unser Beispiel, e von x, n, wie viele Versuche haben wir, das sind 15 Mal, die auf den Reißnagel, und p, die Wahrscheinlichkeit, dass es eben auf unserer Seite, auf unserer flachen Seite landet, ist 40%, also 0,4. Und 15 mal 0,4, das kann man ausrechnen, das ergibt 6. Das heißt, im Durchschnitt kommen genau bei 15 Würfen 6 Mal diese flache Seite. Eine interessante Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass genau jetzt 6 Mal die flache Seite kommt, also gerade dieses Durchschnittsergebnis, das ja am naheliegendsten ist. Aber wir haben ja schon bei dem Münzwurf gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass genau das kommt, was eigentlich der Durchschnitt ist, doch eher unwahrscheinlich ist. Und das können wir jetzt hier überprüfen, nämlich mit der sogenannten Binomialverteilung. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable gerade 6 ergibt, das heißt jetzt gerade 6 Treffer sind. Und wir wissen noch die Formel der Binomialverteilung. Das war der Binomialkoeffizient n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Diese Formel müsst ihr euch merken, weil damit können sich alle Ergebnisse in der Binomialverteilung ausrechnen. Und jetzt geben wir es einfach ein. N ist 15, k Anzahl der Erfolge 6, also 15 über 6. Mal p hoch k, die Erfolgswahrscheinlichkeit p, haben wir gerade schon gesehen, ist 0,4, hoch k, also hoch 6, mal 1 minus p, also mal 1 minus 0,4, hoch n minus k, also 15 minus 6. Das können wir jetzt weiter vereinfachen. Wir können mal direkt diese 15 über 6, da haben wir die Formel n über k war n Fakultät durch k Fakultät mal n minus k Fakultät, können wir hier direkt anwenden, 15 Fakultät also, durch k Fakultät, also durch 6 Fakultät, und hier n minus k, 15 minus 6, also 9 Fakultät. Damit hätten wir hier die 15 über 6, mal 0,4 hoch 6, und dann mal 1 minus 0,4, das ist 0,6, mal 0,6, hoch 15 minus 6, also hoch 9. Und das kann jetzt der Taschenrechner ausrechnen. Machen wir es Schritt für Schritt. Dieser Binomialkoeffizient ergibt den Taschenrechner ausgerechnet 5005. 0,4 hoch 6 ergibt 0,004096. Und 0,6 hoch 9 ergibt 0,01 00 77696. Also Kleinzahlen ist besser, wenn man möglichst viele Nachkommastellen hat. Und das jetzt im Taschenrechner ausgerechnet ergibt 0,2066.
Das kann man ungefähr 0,2066, das entspricht 20,66%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass genau 6 Mal die flache Seite kommt bei 15 Würfen, ist 20,66%. Also nur ungefähr in jedem fünften Fall würde es so vorkommen. Jetzt können wir natürlich auch noch fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass weniger als 6 Mal kommt. Also wie wahrscheinlich ist höchstens 5 Mal diese flache Seite. Dann schreibt man P von x kleiner gleich 5, weil wir alle Werte von 5 bis 0 haben wollen. Und wenn wir das jetzt von Hand ausrechnen wollten, das wäre logisch, alles was kleiner gleich 5 ist, das heißt wir bräuchten P von 5 plus P von 4 plus P von 3, P von 2, P von 1 und P von 0. Also x gleich 5 plus P von x gleich 4 plus P von x gleich 3 plus P von x gleich 2 plus P von x gleich 1 plus P von x gleich 0. Und jetzt müssen wir bei jedem Einzelnen eben hier wieder mit den Binomialkoeffizienten arbeiten. Das heißt, für x gleich 5 würde dann stehen 15 über 5 mal 0,4 hoch 5. N minus k wäre dann 15 minus 5 wäre 10 mal 0,6 hoch 10. Der nächste Summand wäre dann 15 über 4 mal 0,4 hoch 4 mal 0,6 hoch 11 und so weiter, bis man alle zusammengerechnet hätten. Und dann kommt man, ihr könnt es mal ausprobieren, am Ende eine Wahrscheinlichkeit von 0,40318. Also etwa 40,318%. Dafür, dass es höchstens 5 Mal kommt diese flache Seite. Es gibt jetzt auch Taschenrechner und Computersysteme, die diese ganze große Rechnung hier erheblich verkürzen, die dann nicht jedes einzelne zusammenrechnen müssen, sondern direkt hier mit p von x kleiner gleich 5 arbeiten können, indem man die sogenannte kumulierte Binomialverteilung benutzt, nämlich die dann alle Werte ausrechnet bis zu diesem Punkt 5. Da hätte man das in einem Schritt berechnet. Aber wenn man das nicht zur Hand hat, muss man das einzeln berechnen. Schaut doch mal auf der Homepage www.lurella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.